SG Schlüchtern, Jakima Rösler auf der 1. Dann auf der Bahn 2, der Mann mit der drittschnellsten Meldezeit, das ist Jakob Krempin vom TSG Bergedorf, auch schon bei der letzten U23-EM dabei und holte da Bronze mit dem deutschen Quartett hier auf der Bahn 2, Jakob Krempin. Dann sehen wir auf der 3 von der TG Obertshausen den Titelverteidiger, den deutschen U20-Meister der Jahre 2015 und 14, also 3 Jahre hintereinander mit Gold dekoriert, Konstantin Schmidt auf der 3. Auf der Bahn 4, das ist Florian Weke mit der zweitschnellsten Meldezeit, 47,03 vom LTD SHS Köln steht hier der Bronzemedaillengewinner der diesjährigen Hallenmeisterschaften. Auf der Bahn 5 ist mit dabei Maximilian Gruppen, LV90 Erzgebirge, deutscher U20-Vizemeister, ebenfalls unterm Hallendach 2015. Auch er schielt in Richtung Medaille, ebenso Fabian Dammermann, LG Osnabrück außen auf der Bahn 6, der U20-Hallenmeister aus dem letzten Jahr. Das sind die 6, die jetzt unterwegs sind. Jakima Rösler, Jakob Krempin, Konstantin Schmidt, Florian Weke, Maximilian Gruppen und Fabian Dammermann. Und Jakob Krempin sehen wir da auf der Gegengerade, der vorbeiläuft an Konstantin Schmidt. Der Mann aus Hamburg auf der Bahn 2, schnell unterwegs, aber auch außen. Fabian Dammermann, Maximilian Gruppen, ja, die sehen die Jungs nicht vor sich. Die versuchen außen wegzulaufen, vor allem Maximilian Gruppen vom LV90 Erzgebirge, der hier als Führende auf die letzten 100 Meter kommt. Und jetzt kommt Konstantin Schmidt, Ausgangsdeckung, und er geht nach vorne. Konstantin Schmidt, der Titelverteidiger, ist vorne, läuft als Erster dem Ziel entgegen und ist drin. Ja, hat den Titel erfolgreich verteidigt. Der Jahresschnellste ist auch der deutsche U23-Meister über 400 Meter. Konstantin Schmidt, TG Obertshausen, nimmt hier Gold mit in inoffiziellen 46,76 Sekunden.